2 Sekunden kurz Pause machen und was ist passiert? Uns haben Hunde überfallen. Ich bin tot. Hunde und ich werde gerade von einer Million Killerbienen verfolgt. Diese jene haben mich getötet, das heißt, ich gehe jetzt kurz zurück zum Portal, beleg mich wieder, komme zurück und dann wissen wir noch nicht genau, wie wir das alles schaffen sollen. Hast du eigentlich meinen Hut eingesammelt? Ja, der liegt da jetzt irgendwo, wo ich tot bin. Okay. Die haben mich bestimmt nur angegriffen, weil sie dachten, ich bin kein Wikinger. Also ich bin unser Portal ist jetzt ewig weit weg. Ich bin auch gestorben. Oh nein. Tut mir leid, ich muss rein. Alles gut. Diese Killerbienen. Es liegt da unten alles. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Aber das liegt halt genau neben den Killerbienen. Das ist das Problem. Dann müssen wir wirklich schnell durch und schnell wegrennen, ob wir das hinkriegen. Mal gucken. Ja, ich bin mir sicher. Vielleicht gucken wir, dass wir uns vorher an der Base irgendwie noch einen Speer bauen. Wir müssen uns zusammen an der Base treffen. Auf jeden Fall. Anders geht's nicht. Auf dem Weg. Sehr gut. Ja, ich geiste mich auch mal da hoch. So ein Scheiß. Krass. So schlimm. Man denkt sich nichts Böses. Vor allen Dingen muss man dazu sagen, ich so, Ticker, pass mal kurz auf mich auf. Ich muss mal kurz aufs Klöchen. Ja. Und ich komme so wieder so, what? Ja, das Geile war, ich war so an diesem Schweinchen und dachte, ja, den machen wir gleich zu unserem Freund. Sobald die mit zurückkommt, starten wir die Aufnahme, machen das Schweinchen zu unserem Freund, killen die Spinnen. Und Mimi kommt zurück. Hund? Was? Hund? Wo? Oh, scheiße. Ja. Richtig gemein. Als ob die das abgewartet hätten. Ja, haben sie. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Kann es mal wieder Tag werden, die selig. Ja, jetzt. Jetzt, danke. Muss ich nur beschweren. So. Da bin ich also wieder. Hallo, lebt wieder. Ich bin auch gleich da irgendwann. So, erstmal alles einsammeln, womit wir einen Speer basteln können. Und essen wäre gut. Aber unsere Büsche hier wachsen auch nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob man dabei stehen muss oder ob die einfach nur ewig brauchen. Brauchen ewig. Da bist du ja. So, also dann machen wir jetzt Speere. Ja. Aber dafür, was brauchte man denn dafür? Seile, wir brauchen die spitzen Steine, wir brauchen eine ganze Menge dafür. Gibt einen Sattel, was kann man denn reiten? Sag nicht, dass man so einen Gruffalo zähmen und reiten kann. Das wäre so geil. Wie episch wäre das denn? Also ich sehe gerade nur, dass man einen Sattel bauen kann. Mimi, wir müssen ganz dringend dieses Wiki lesen und dann müssen wir uns so einen Gruffalo zähmen und reiten. Aber erstmal müssen wir unser Zeug wieder kriegen. Ja, erstmal brauche ich Steine. Steine waren oben irgendwie, ne? Also wenn du Steine findest, sammel du Steine und ich mache ein Seil. Das klingt gut. Und hol die Stöcke. Oh, mein Herz, es ist irgendwie auch verbuggt, aber hauptsächlich erstmal schwarz, dunkel, wenig. Ja, stimmt, man wird nicht mit vollem Dings wiederbelebt, ne? Irgendwann geht's nicht. Wenn du zu oft Toast warst. Immer diese Toasties. Toasty. So, Seil. Ich brauche 3 Stück für jeden, also 6 davon. Ich bin so dumm. Wieso? Weil ich eine Axt haben wollte und eine Pickaxe und habe mir eine Baumaxt gemacht. Aber jetzt habe ich, ne? Kann ich hier noch Steinchen. Du brauchst 2 Steinchen für uns, genau. Vielleicht kannst du nochmal gucken, ob du. Achso, nee. Holz kannst du gerade nicht fällen. Damit wir genug Licht haben. Aber ich beeile mich. Aber ich kann ein paar Büsche mehr sammeln, die kann ich ja auch noch reinschmeißen ins Feuer. Brennt unser Feuer noch? Aber das kann man alles reinschmeißen. Perfekt, ja. Passt. So, ich bringe ganz viele von den Dingssteinen mit. Hier 2 Profis, ey. Eigentlich müssten wir mal gucken, was wir für. Aber ich glaube, für größere Waffen brauchen wir halt einmal irgendwelche mehr Viecher irgendwie. Ja, wir müssen erstmal unser Zeug einsammeln und dann hoffen, dass wir damit irgendwas erlegen können. Weil es wird ja auch immer später.
Ja, wir müssen den, wenn wir den ganzen Spinnen da getötet haben, dann können wir die Schweine ja alle anfüttern. Und so, kommt zu uns, wir sind freundlich. Wir sind Freunde. Dann können wir die Graffalos und die Schießviecher und so töten. Ja. Mein Hirn lässt nach. Kannst du Blümchen und Essen suchen? Ja, kann ich machen. Perfekt. Dann ich würde jetzt gleich erstmal zurück zur Base, das Feuerchen. Genau, da komme ich jetzt auch hin. Die Waffen bauen und dann würde ich, glaube ich, einfach auf dem Weg Blümchen und so mitnehmen, oder? Ja, nicht? Ja, wir bräuchten nur. Ich bräuchte bis dahin auf jeden Fall was zu essen. So weit reicht's mir nicht. Okay. So schlimm ist bei mir zum Glück noch nicht. Ja, warte, hier sind Berries, die nehme ich auch noch mit. Was sehe? Nehme ich was mit, aber ich sehe gar noch nichts. Wo gleich ist die dunkel. Base darunter. Aber ich glaube, da ist auch ein Möhrchen gewachsen in der Base. Yay! Kannst warte mal, das Möhrchen. Müssen wir nur nachsamen, ne? Danach immer direkt. Hm. Direkt Samen wieder rein. Hast du Samen? Ich habe einen. Ich weiß nämlich auch nicht, wo die liegen. Die liegen immer irgendwo. Da ist eine Wassermelone, guck mal. Kannst du die Wassermelone haben? Und Wassermelone auch grillen kann, das wäre irgendwie witzig. Oh, guck mal, hier liegen sogar direkt noch Samen rum. Sehr gut. Hast du denn Steine mitgebracht? Ich habe Steine und ich sammle gerade noch ein bisschen Holz. So, ich habe Seil. Perfekt. Und ich habe dieses Holz, was wir zum Basteln brauchen. Twix. Ich brauche halt nur Steine, die habe ich nicht. Die habe ich. Ich springe mit, ich bin auch gleich da. Warum wird mir denn jetzt kalt? Dir oder deinem Charakter? Nee, mir. Ah, gut. Vielleicht wurde das ja übertragen oder so. Ja. So, ach komm mal, bei so einer großen Wassermelone kannst du doch gar keinen Hunger mehr haben. Und soll ich alle Steine weggeschmissen? Du müsstest mir nochmal zwei, drei wiedergeben. Ja, klar. Oder mach du mal ein paar Äxte, paar Dings, paar Speere und dann. Ein paar Speere? Reicht nicht einer? Warte. So. Da. Und was willst du noch haben? Ich würde auf jeden Fall zwei Speere machen, falls einer gleich kaputt geht, damit wir noch einen zweiten haben. Okay. So. Nummer zwei. Perfekt. Dann können wir jetzt gleich. Ich würde hier die Nacht verbringen. Ja, ja. Nacht würde ich auch verbringen. Hast du noch. Warte mal, ich hatte noch Samen. Hier, zack, direkt wieder was nachpflanzen. Direkt nachpflanzen, das ist eine gute Idee. Ich gucke gerade, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Mhm. Gummel, ein Busch. So ein bisschen Feuer nachgelegt. So, ich hack mal ein bisschen Holz hier ab. Hack. Hack. Ich bin der hackstückende Zerhackler. Der hackstückende Zerhacker. Ja. Bäumchen hacken. Immer schön direkt nachpflanzen. Damit der gute Baumgeist uns nicht. Ja. Die sind auch fies. Vor allen Dingen rennt er dann so. Was mein Feuerholz. Obwohl Ents cool sind, aber wenn die böse werden, ist nicht so cool. Okay, jetzt mache ich gleich eine Fackel, komm nochmal zu dir. Und dann gehen wir danach runter und holen uns wieder, was uns gehört. Ja, definitely. So. Nee, nicht droppen. Ich habe keinen Rucksack mehr und keinen Chester mehr. Ich habe nichts mehr. Es liegt da unten alles rum. Das kriegen wir ja gleich wieder. Damit du alles wieder habe, ne? Kriegen wir alles zurück. So, mach hier mal ein Feuer. Schön großes Feuer. Ja, ich komme. Ist dunkel. Aber du. Ich habe eine Fackel. Du kannst gucken, okay. Du kannst gucken, ja. Bin auch gleich da. Irgendwo kommt eine Hand. Hörst eine Hand? Du das? Oh ja, da oben. Reinlaufen. Wieso reinlaufen? Damit die das Feuer nicht ausmachen. Ah. Ich hatte nämlich auch das erste Mal Angst davon, bin weggelaufen davor, dann machen die das mit Feuer aus. Oh, ich werde auch schon wieder hungrig und wahnsinnig. Nein. Okay, gleich haben wir's. Ich meine, ich habe ja noch eine Fackel hier. Geh weg. Nein. Böse Hand.
So, jetzt ist gleich hell. Dann würde ich sagen... Warte, ich wollte eben meine Bäumchen leer pflanzen, die ich noch so hatte. Und dann zurück. Wo war das? Ganz, ganz, ganz da unten. Ja. Ich warte kurz auf dich. I follow you. So. Ganz wichtig, dass wir viele Blümchen auf dem Weg finden zum Einsammeln. Blümchen, Blümchen. Mein Hirn macht nämlich nicht mehr so mit. So. Ich brauche meine Abigail zurück. Mission. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Inside of the Killer Bees. Oh, das wird witzig. Das wird richtig schwer. Müssen wir gucken. Ja, eigentlich müssen wir nur ganz schnell holen und dann direkt wieder weg. Ja, guck mal, hier sind noch mehr Schweinchen. Ja, die, wenn die unsere Freunde wären. Aber die glauben, ich glaube, die laufen auch nicht so weit weg von ihren... Oh, pass auf die Frösche auf. Ja, ja. Man kann nur kurz auf die Karte gucken und schon hat er seine Zunge nach mir ausgestreckt. Das hört sich auch falsch an. Ja, irgendwie so. Schon. Hattest du nicht irgendwie mal andere Klamotten an oder so? Ja, ich glaube, die liegen. Ich glaube, alles, was ich hatte, liegt da irgendwo. So, Blümchen. Wo sind die Blümchen? Keine. Da unten ist ein ganzes Blümchenfeld bei den Bienen. Da lag theoretisch. Theoretisch. Da, das war mal ich. Da, guck mal hier. Das da hatte ich gefunden. Ja. Ich weiß noch nicht, was das ist. Worked with Marple Tree. Hm. Marple Tree hört sich eigentlich erstmal gut an. Guck mal, hier gibt's Futter. Oh ja, ich will auch eins. Frosch. Wir müssen mal gucken, ob wir eventuell irgendwie außen rum können. An den Killerbienen! Ja, da sind sie. Lass uns mal gucken, wie weit wir hier außen rum weglaufen können. Ich glaube, wir waren direkt am Fluss entlang, oder nicht? Auch eigentlich. Oh Gott! Sammel du, wenn die mich angreifen, kannst du. Oh Gott! Ja, aber die laufen gerade alle zurück. Oh! Das schaffen wir nicht. Ich muss gerade mal gucken, aber die sind hier überall. Guck mal, du kommst hier gar nicht irgendwie dran vorbei, um irgendwie. Wir müssen die wirklich töten. Warum sind hier so viele? Ich werde auch sterben. Kann man die aggressiv machen? Ich meine, zumindest habe ich jetzt hier unten keine Hunde mehr gehört. Oh Gott. Mimi! Also, vielleicht kann ich sie ablenken. Oh nein, kannst du glaube ich nicht. Als Geist. Ah, es werden immer mehr. Ich will das nicht, Mama. Doch, ich kann sie ablenken. Mit Blümchen. Ja, sie verfolgen mich nicht mehr. Hier sind ein paar Blümchen, die sind so safe, dass ich die nehmen kann. Oh Mann, ey. Oh, das ist schrecklich. Oh nee, hier ist wohl das Killerbienenfeld. Es ist halt scheiße, dass ich mitten in diesem Killerbienenfeld liege. Ja. Kann man da nicht irgendwas machen? Haben die nicht vor irgendwas Schiss oder so? Oh, das müssten wir tatsächlich wahrscheinlich in dem Wiki gucken. Wie kriegen wir diese Bienen alle getötet? Oh. Aber da durchlaufen war einfach... Ich finde super, dass du mir als Geist so hinterherläufst und mich versuchst zu helfen. Super. Oh, Essen. Ich brauche ganz viel Essen, damit ich das überlebe. Hier gibt's 1000 Blümchen und Essen. Hier ist eigentlich das Paradies. Ja. Versuche mich gerade auch mal wieder aufzufüllen dadurch. So Paradise. Man müsste nur irgendwie da durchkommen. And that's the problem. Oh, so viel Essen. Jetzt muss ich wieder ganz zurück. Boah, ist das ätzend. Oh, es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte was machen. Die Frage ist halt, wie ich dann danach durchkomme. Gefühlt so gar nicht. Ja. Oh, es wird dunkel. Nein. Da ist er, mein Chester. Was brauche ich denn? Da geht die erste Hornkiller-Bee. Ich habe genug für eine Fackel. Also für oder so man muss es aufgeben und sagen, dann liegt da unten halt ganz viel. Wir schaffen es im Moment nicht, wir müssen woanders hin. Hm. Nein, ich will das nicht aufgeben. Ich weiß. Ich will auch nicht. Ich glaube, wir müssen ins Don't Starve Wiki gucken und gucken, was kann man tun gegen gemeine, hinterlistige Killerbienen. Ja. Ich glaube, das machen wir gleich dann. In der nächsten Folge schauen wir dann mal, ob wir schlauer sind, würde ich sagen. Ich hoffe. Und es irgendwie schaffen, unsere Materialien zurückzuerobern. Bestimmt. Oh, ein Truthahn. Truthahn. Ich würde sagen, okay.
wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bye, bye.